Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Victoria 2 mit Preußen mit dem Ziel, ein großdeutsches Reich zu gründen, beziehungsweise ja, mehr oder minder alle Deutschen hier in einem Reich zu vereinen. Die Böhmen sind jetzt zwar nicht wirklich die Deutschen, aber die werden dann wahrscheinlich auch integriert werden. Also Böhmen ist teilweise... Upsala, so war das nicht gedacht. Böhmen ist ja teilweise deutsch, teilweise nicht deutsch. Also hier, man sieht die äußeren Gebiete, sind ja teilweise schon süddeutsch. Während die inneren Gebiete wie Prag noch größtenteils tschechisch sind. Kann man hier auch besser sehen. Sieht man hier 89%, hier hat man 10% süddeutsch, 1% sind dann noch andere kleine Sachen. Hier zum Beispiel haben wir schon ein bisschen mehr süddeutsch, ebenso wie da und dort. Hier ist noch ein bisschen polnisch dabei, interessanterweise. Und hier ist dann auch schon wieder süddeutsch. Naja, wir sehen auch hier unsere ganzen polnischen Gebiete, sind hier auch nicht unbedingt unsere Kultur. Teilweise sind die schon Mischkulturen, aber auf jeden Fall noch nicht hier 100% hier assimiliert. Ich wurde auch schon gefragt, beziehungsweise, ja, wir haben darüber gesprochen, dass es hier in Victoria deutlich schwerer ist, Kultur zu konvertieren. Was auch deutlich realistischer ist, denn in Europa und im Versalis kann man ja innerhalb von 100 Jahren einfach eine komplette Kulturgruppe rein hypothetisch gesehen auslöschen. Was nicht so viel Sinn macht. So, was haben wir hier? Alle Bevölkerung in Preußisch-Pommern. Ja, ich glaube, das Event hatten wir schon mal. Die kommen jetzt ziemlich häufig. 15% mehr liberal. Ja, also... Das hier ist halt die komplette Mittelschicht in Preußen und das hier ist halt nur in Preußisch-Pommern. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit hier oben Preußisch-Pommern im Bevölkerungsranking ist. Nicht besonders weit, in der unteren Hälfte. Von daher nehmen wir das hier. Das ist dann weniger schlimm. Denn die ganze Mittelschicht von Preußen ist schon relativ viel. Obwohl wir jetzt auch nicht so krass die Mittelschicht haben. Eigentlich würde ich ja lieber die Steuern auf die Mittelschicht senken. Aber ja, wir brauchen halt auch ein bisschen Geld hier. Ein bisschen Kapital brauchen wir schon. Machen wir hier mal 60% Steuern. Denn die Mittelschicht ist sehr wichtig. Die wollen wir möglichst erhalten, so gut wir können. So, wir haben jetzt genug Geld für unsere Stahlfabrik. Von daher bauen wir die jetzt mal hier in Saarbrücken. Kann nur ganz kurz gucken. Ja, Infrastruktur ist hier kein Problem. Ist hier alles Ackerland. Sehr gut. Okay, dann bauen wir hier jetzt hier eine Stahlfabrik. Seht ihr, die braucht sehr viel Eisen. Interessanterweise finde ich ein bisschen unrealistisch, denn eigentlich zu der damaligen Zeit hat man viel mehr Kohle gebraucht, als Eisen, um Stahl zu produzieren. Und nicht umgekehrt, aber naja. So, wir haben hier in Luxemburg 100% Einfluss, das heißt, wir machen hier Einflusssphäre. Los geht's. Oh ja, seht ihr, da kommen jetzt schon die Liberalen mit plus 8%. Das ist nicht gut. Okay, gucken wir mal, ob hier in Dänemark noch irgend... Oh ja, guck mal, wir sind hier eins nach hinten gerutscht. Die USA hat uns überholt, das ist normalerweise Standard, aber auf Dauer werden wir die wahrscheinlich alle überholen, als Deutschland irgendwann mal. Hoffentlich zumindest. So, jetzt habe ich das gerade ein bisschen rausgebracht mit der USA. Wo war ich jetzt gerade? Ich wollte hier Dings bauen. Stahlfabrik habe ich gebaut, genau. Tja. Okay, so Betonfabrik. Was auch noch? Haben wir hier das schon wieder? Preußisch-Sachsen. Nee. So. Man kann ja auch noch einstellen, wie hoch die Priorität ist, in welcher Fabrik die Arbeiter arbeiten sollen. Ach Gott, jetzt ist mein Headset schon wieder alle. Das letzte Nacht, glaube ich, nicht ausgeschaltet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Einen Moment. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt so hin, ansonsten... So, ich hoffe mal, das klappt jetzt alles hier soweit. Genau, also man kann ja einstellen die Priorität, in welcher Fabrik die Arbeiter eher arbeiten sollen. Irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht so 100% funktioniert. Weil ihr seht jetzt hier, das hat jetzt hier nicht wirklich den Einfluss. Vielleicht hat die Fabrik ja einfach noch nicht das Kapital, so viele Arbeiter anzustellen. Die brauchen immer erst ein bisschen Anlaufzeit normalerweise. Preußisch-Sachsen schon wieder. Ja, hier wollen wir auf jeden Fall die Glasfabrik priorisieren und die beiden hier. Sag mal, das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe das doch jetzt gerade hier eingesteckt. So, jetzt soll's aber eigentlich...
So, okay. Hoffen wir mal, dass es jetzt alles wieder funktioniert, so wie es soll. Genau. Genau, wir priorisieren hier mal die, die Glasfabrik, weil das unsere beste Fabrik ist. Und danach die beiden, die Waffen produzieren, weil Waffen natürlich auch sehr wichtig sind für unser Land. So, wir sind jetzt hier nur ein bisschen im Minus, weil wir hier gerade Sachen einkaufen müssen für den Bau der Fabrik. Seht ihr hier, Bauvorhaben, 30 Maschinenteile werden hier eingekauft. Preußisch, Württemberg, ja, das ist nur eine Provinz, das heißt, da sind auch nicht sonderlich viele Leute. Okay, ja, wir können hier mal nochmal ein paar mehr Steuern machen auf die Mittelschicht, denn sonst machen wir Verluste, was wir nicht wollen. Okay, so, Bauvorhaben ist soweit abgeschlossen. So, jetzt können wir uns mal hier auf Sachsen fokussieren. Nur mal, ob wir das hier schnell über die Bühne kriegen. Verbessern noch ein bisschen die Beziehungen. So, Österreich hat uns beschuldigt. Ja, also um Sachsen kämpft normalerweise Österreich ziemlich hart. Gucken wir mal, investieren sie noch was in... Ja, das machen wir gleich. Investieren... Ah, geht das natürlich nicht. Ich frage mich gerade, ob sie noch was investieren, beziehungsweise überhaupt noch jemand was investiert in Luxemburg und Dänemark. Ansonsten höre ich dann nämlich mit meinem Investment auf und investiere lieber alles in Sachsen. Ja, das Mozartfest. 1838 trafen sich in Frankfurt 42 Chorvereine aus dem Rheinland, aus Baden, Hessen und Franken, um ein dreitägiges Mozart-Musikfest zu feiern. Das Ereignis entwickelte sich letztendlich jedoch zu einer Demonstration für die politische Einheit. Singen sollten sie nicht debattieren. Ja, wir bekommen eine Pluralität. Kann man hier oben einsehen. Ja, hat Einfluss auf die ganze Bevölkerung in unserem Staat, auch ein bisschen auf Technologie, wenn man hier sieht. Pluralität plus 57,7%. Forschungspunkte ist also sowohl gut als auch schlecht. Alle Bevölkerung oder die meisten Bevölkerungsgruppen in unserem Staat hier bekommen Bewusstsein. Also es ist nicht so cool, wir haben jetzt schon sehr, sehr hohes Bewusstsein mit 7,3, das ist sehr unschön. Allerdings haben wir momentan noch keine Probleme mit der Militanz, allerdings wird das anfangen, denn hier werden jetzt durch das hohe Bewusstsein werden hier jetzt Wahlrechts- und andere Bewegungen kommen, die wollen, dass wir bestimmte Sachen einführen und dann steigt auch die Militanz im Normalfall. So, was haben wir hier? Ja, Memel ist nur sehr klein. Da können wir ein bisschen bewusst sein. Ist da nicht so tragisch. So, wir haben jetzt hier schon den Frühling der Nationen. Okay, der Frühling der Nationen. Die relative Ruhe des 19. Jahrhunderts wurde im Jahr 1839 mit einem großen Knall beendet, als sich auf dem ganzen Kontinent liberale Bewegungen in offene Revolutionen verwandelten. Die Monarchien Europas konnten nur entsetzt und voller Verachtung zusehen, wie die Hymnen der französischen Revolution von den Straßen ganz Europas widerhallen und sich Studenten und Jugendliche wieder unter der republikanischen Trikolore versammelten, um ihre Ideale, Träume und Wünsche zu feiern. Hinter all dem stand die mächtige Botschaft von menschlicher Freiheit in wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und nationalen Angelegenheiten, der europäische Liberalismus. Ja, wir werden alle frei sein, wie unsere Väter waren. Oder wie es unsere Väter waren. Ja, wir bekommen ja jetzt überall Militanz in allen unseren Staaten, da wir keine Kolonialstaaten haben. Ja, also das ist sehr schlecht. Aber im Normalfall, sobald der Frühling der Nation dann rum ist, ist dann auch die Revolution vorbei und dann hat man das Ganze quasi überstanden. Also ihr seht, das geht jetzt hier super flott nach oben. Hier 0,14 Militanz im Monat. Das ist nicht so optimal. Wir könnten jetzt hier schon eine kleine Reform machen. Wir könnten Pressezensur zum Beispiel einführen. Was bedeutet, dass wir mehr Alphabetisierung bekommen. Allerdings haben die Menschen noch mehr politisches Bewusstsein. Was bedeutet, dass sie auf Dauer auch mehr Dinge von uns fordern. Das heißt, wir möchten das erstmal möglichst nicht machen. So, Sachsen haben wir anscheinend schon genug Punkte. Genau, wir können in Sachsen... jetzt bin ich hier falsch. Bomben. So, jetzt aber hier. Wir können in Sachsen hier unsere Meinung erhöhen. Das heißt, wir sind jetzt hier schon auch vertraut mit Sachsen.
Hören wir hier mal auf zu investieren und investieren alle unsere Punkte hier in Sachsen. Österreich hat jetzt hier schon 36, das heißt, die werden uns wahrscheinlich, sobald sie hier auf 60 oder auf 65 sind, aus Sachsen verbannen. Was heißt, wir können hier dann erstmal für ein Jahr lang nicht mehr investieren. Das ist aber okay, solange sie unsere Meinung nicht wieder senken. Botschafter beleidigt. Unsere Botschafter in einer anderen... In einer der anderen Großmächte hat uns ein Telegramm geschickt, in dem er seine Frustration bezüglich der ausbleibenden Antwort auf seine Bemühungen nach einem bilateralen Auslieferungsvertrag mit dem fraglichen Land zum Ausdruck gebracht hat. Anscheinend ist unser Botschafter vom Außenministerium dieses Landes mehrfach brüskiert worden und musste mit Beamten sprechen, anstatt Zugang zu den Entscheidungsträgern zu bekommen. Dieses diplomatische Hin und Her zieht sich bereits seit 2 Monaten hin. Ja, das ist mit Frankreich. Wir könnten jetzt hier einen Kriegsgrund gegen Frankreich kriegen. Einen niedrigen Kriegsgrund, was bedeutet, dass Frankreich Prestige verliert, wenn wir gewinnen. Und wir würden Beziehungen verlieren, aber da wir jetzt erstmal keinen Kriegsgrund brauchen, machen wir lieber das hier. Verbessert ein bisschen unsere Beziehungen und erhöht unser Prestige ein klein minimales bisschen. Aber besser wie gar nicht. Parma verbessert die Beziehung mit uns. Das ist ein kleiner Staat in Italien. Ja, verbessern wir hier weiter die Beziehungen mit Sachsen. Österreich wird uns hier gleich rauswerfen, bei 65 wahrscheinlich. Ja, seht ihr, jetzt können wir hier nicht mehr investieren. Österreich investiert interessanterweise immer noch. Das heißt, er hat jetzt wahrscheinlich hier vor, unsere Meinung zu senken. Ne, jetzt hat er aufgehört, okay. Dann gucken wir jetzt mal hier sphärenmäßig, ob hier jetzt in Luxemburg uns jemand irgendwas streitig macht. So, es scheint so, als würde hier Frankreich nicht mehr investieren. In Dänemark auch nicht, okay. Dann können wir schon mal versuchen, hier ein bisschen Einfluss zu nehmen auf Bayern. So, in Bayern hat Österreich momentan Gott sei Dank nicht so viel Einfluss. Das heißt, sie können uns nicht gleich in Verruf bringen. Mein Ziel ist erstmal, hier überall auf Vertrauen zu kommen. Dann können wir nämlich später ein bisschen leichter das Ganze machen. So. Okay, das heißt... Hier, sobald unser Diplomat wieder da ist, können wir hier sofort die Meinung in Bayern steigern. Interessanterweise hat uns hier Österreich noch nicht den Verruf gebracht. Aber er wird uns auch hier gleich wieder rausschmeißen. Da werden wir in Württemberg danach dann weitermachen oder in Baden. So, hören wir schon mal auf hier zu investieren, denn das bringt nichts. Denn diese Punkte werden wir dann eh gleich verlieren. Und machen wir lieber hier weiter. So, weil jetzt investiert ja Österreich momentan gerade noch in Bayern, jetzt haben sie da gerade wieder aufgehört. So, unsere reaktionäre Partei verliert sehr viel Stimmen an die Liberalen, das ist natürlich ein großes Problem. Militanz ist auch sehr, sehr hoch, vielleicht sollten wir mal ein bisschen jetzt die Armee unterhalten, aber im Normalfall sind die Rebellen, wenn es jetzt nicht unbedingt Unmassen sind oder Unmengen sind, relativ leicht auch mit niedriger Moral zu schlagen. Ah, verdammt, jetzt habe ich es verkackt. Oh, guck mal. Ah ja, jetzt haben sie uns in Verruf gebracht, okay. Ich habe gerade schon gedacht, sie hören jetzt hier auf zu investieren. So, dann haben wir hier jetzt auch Vertraut erreicht. Dann machen wir jetzt noch Baden. Als letztes, man sieht hier, Frankreich versucht ja auch Einfluss zu gewinnen auf die süddeutschen Staaten. Versucht die aus der österreichischen Einflusssphäre rauszuholen. Das ist jetzt aber erstmal nicht unser Problem. Wir haben keine diplomatischen Punkte mehr hier oben, um noch weiter die Beziehungen zu verbessern. Ja, momentan machen wir nicht besonders viel Geld, leider. Nicht so optimal. Ja, die Betonfabrik hat momentan noch ein paar Probleme, obwohl sie bisher die ganze Zeit eigentlich gut gearbeitet hat. Das Problem ist halt, dass wir überall noch nicht genug Arbeiter haben, um das wirklich zu unterhalten. Der Grund, warum sie hier so viel mehr macht als sie, ist einfach, weil sie viel mehr Arbeiter hat. Auf Dauer wird die Betonfabrik auch mit Sicherheit profitabel sein. Nochmal ganz kurz jetzt hier zu den Boni, die kann man hier oben einsehen. Wenn man hier oben über das kleine Symbol drüber geht, kann man hier sehen, was man produziert. Und die Effizienz der Produktion oder beziehungsweise die Effizienz des Durchsatzes. Der ist einmal abhängig von der Anzahl der Arbeiter natürlich auch. Und einfach auch vom Tech, also von der Technologie. Und ja, halt eben von der Ressourcensache. Man sieht es hier Bonus plus 25%, weil wir Kohle haben. Wenn wir jetzt hier... hier auf die Stahlfabrik gehen, sehen wir hier, kriegen wir einmal plus 12,5, weil wir Eisen haben und plus 12,5, weil wir Kohle haben. Sind insgesamt genauso wie Bonuspunkte. Ist aber auf jeden Fall eine gute Sache.
Kann man jetzt hier sehen, zum Beispiel in Brandenburg, hier in unserer Fabrik, kriegen wir diesen Bonus nicht, weil wir keine Kohle in Brandenburg produzieren. Allerdings kriegen wir bei der Schnapsbrennerei plus 15%, weil wir eine Glashütte haben, und plus 10%, weil wir Getreide haben. Also das ist eine ganz, ganz gute Sache. Man sieht auch, die Schnapsbrennerei macht schon wirklich viel Geld. Also die Schnapsbrennerei ist im Normalfall immer relativ gut, hat allerdings momentan keine Arbeiter. Wir wurden in Baden in Verruf gebracht, okay. Können hier allerdings auch schon unsere Meinung steigern. So, jetzt gucken wir mal. Vorhaben, ja, in Sachsen sollten wir bald wieder in der Lage sein zu investieren. Wir machen immer noch Minus. Ah ja, das Ende der Revolution, sehr schön. Die Barrikaden liegen zersplittert am Straßenrand und die Trikoloren wehen nicht mehr von den Fenstersimsen. Die Ereignisse, die von der Geschichte als die preußisch-liberale Revolution von 1840 verzeichnet wurden, liegen nun alle in der Vergangenheit und es scheint, dass wir diesen Sturm überstanden haben. Ja, wir verlieren überall, also alle Liberalen verlieren Militanz, verlieren Bewusstsein, 4 Punkte bei beidem, und wir bekommen eine ganze Menge Prestige. Was gut ist, jetzt sind wir nämlich schon auf Rang 5 Prestige, das heißt, wir sind jetzt beim Import ein bisschen wichtiger geworden, das ist sehr gut. Jetzt mit weniger Militanz läuft das Ganze hier auch wieder ein bisschen mehr bei der Wirtschaft und auch durch das höhere Prestige, das ist gut. Gesetz zur Kinderarbeit verabschiedet. 1839 verabschiedete Preußen unter dem Druck einiger religiöser und sozialer Figuren ein strenges, von Großbritannien eingeleitetes Gesetz, in dem der jährliche Umfang der Kinderarbeit festgelegt wurde. Diese armen Kinder. Ja, wir bekommen 2 Prestige, bekommen allerdings auch sehr viel Bewusstsein. Und daher nicht unbedingt nur positiv. Allerdings, dadurch, dass jetzt die Revolution zu Ende ist, verlieren wir jetzt sowohl Bewusstsein. Na, Militanz verlieren wir noch keine, aber die wird auf Dauer auch wieder runtergehen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben preußische Reaktionäre, interessanterweise relativ viel, und jakobinische Rebellen. Preußische Reaktionäre wollen einfach, dass wir ja alle Reformen hier beenden quasi. Jakobinische Rebellen wollen Reformen durchbringen, das heißt, sie wollen Pressefreiheit, Wahlrecht und so weiter und so fort. Und können auch eine Republik aus deinem Land machen. Ansonsten haben wir hier noch polnische Nationalisten, die wollen einfach unabhängig sein, genauso wie danzische und litauische Nationalisten. Das ist einfach jetzt, weil die viel Militanz haben, dann wollen die unabhängig sein im Normalfall. Unsere Technologie ist jetzt hier fertig geworden im Handel, bei den Geschäftsvorschriften. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal hier auf Eisenbahn Level 2 und werden hier unten in unseren neuen Fabrikgebieten mal ein bisschen die Infrastruktur erhöhen. Mit Steuerung gedrückt kann man im kompletten Staat hier Infrastruktur auf einmal bauen. Wo hat man das gebaut? In Köln, ja. Da werden jetzt gerade schon Eisenbahnen gebaut, von daher ist das jetzt erstmal okay so. Den Rest werden dann unsere Kapitalisten selber machen. So, was wollt ihr momentan bauen? Preußisch-Westfalen, wollt ihr eine Maschinenteilefabrik? Preußisch-Westfalen haben wir momentan noch nichts. Maschinenteilefabrik braucht, glaube ich, Stahl und Kohle, genau. Das heißt, Kohle haben wir dort. Das heißt, wir sollten dann eventuell dort oben noch eine Stahlfabrik bauen. Allerdings gibt es dort halt eben kein Eisen. Na, mal gucken. Lassen wir es erstmal so bauen. Friedrich Wilhelm IV. Am 7. Juni 1840 starb König Friedrich Wilhelm III. Im Alter von fast 70 Jahren. Sein Sohn, ein Romantiker, folgt ihm auf den Thron. Lang lebe der König. Wir bekommen 2 Bewusstsein für alle Liberale in unserem Land. Das ist schlecht, aber das Bewusstsein geht ja jetzt Gott sei Dank wieder runter. Und die Militanz auf Dauer wahrscheinlich auch. So, Sachsen. So, wenn wir mal hier auf den Baden zu investieren. Wir wollen jetzt erstmal hier Sachsen haben. Verbessern hier weiter die Beziehungen. Haben wir sonst noch irgendwelche Vorhaben momentan? Nee. Okay, wir wurden schon wieder in Verruf gebracht. Allerdings könnten wir es diesmal vielleicht sogar schaffen. Wir müssen halt auf 100 kommen, bevor Österreich auf 50 oder 65 kommt. Was im Normalfall sehr, sehr schwierig ist. So, was wir versuchen können, ist einfach mal die KI ein bisschen zu locken, indem wir hier ein klein bisschen was investieren. Und dann die KI dazu bringen, dass sie auch in Bayern was investiert. Oh, Frankreich will in Tunis ein Protektorat errichten. Das ist schlecht. Das wollen wir nämlich eigentlich vor ihnen machen. Von daher machen wir das jetzt mal auch und hoffen, dass Frankreich da jetzt nicht sofort den Krieg erklärt. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Denn wir wollen eigentlich Tunis haben. Das ist immer ganz gut, da anzufangen. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen verschlampert vor lauter Erklärungen.
Ist jetzt die Frage. Das Problem ist jetzt nämlich, wenn wir das jetzt machen und dann Infamie bekommen und dann das Ganze nicht erobern können, weil Frankreich das vor uns macht, wäre das natürlich ganz schön doof. Wir können ja mal gucken, ob Frankreich jetzt sofort den Krieg erklärt an Tunis oder nicht. Denn wenn sie es nicht tun, können wir jetzt hier das noch versuchen, rechtzeitig. Machen wir das jetzt mal. Wir werden ja jetzt hier das noch versuchen, das denen noch wegzuschnappen. Wir werden ja unseren Anspruch fingieren und mehr Transporter bauen, denn sonst kommen wir da unten nämlich gar nicht runter. Ja, unser Bündnis mit Sizilien hält noch. Unser Bündnis mit Sardinien ist weg. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das am Anfang geschlossen habe oder nicht. Das geht immer normalerweise relativ schnell weg, weil Frankreich die in die Einflusssphäre aufnimmt und dann wollen die lieber Frankreich als Bündnispartner haben. Ebenso wie Frankreich gleich die Schweiz in die Sphäre aufnehmen wird. Aber naja, was für uns erstmal wichtig hier ist Sachsen. Wir sind momentan auf 53. Österreich auf 33, so das hier bringt nichts, will hier nichts investieren. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Weil er gleich auf 50 ist, dann wird er uns rausschmeißen und sobald wir dann von vorne wieder anfangen, hat er deutlich schnelleren Punktezuwachs als wir, weil wir hier immer noch in Verruf gebracht sind. Das Problem ist halt, wir können ihn nicht in Verruf bringen. Einfach aus dem Grund, ja, jetzt hat er uns rausgeworfen. Weil er hier der Sphärenanführer ist. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal keine Punkte mehr investieren, weil das jetzt nichts mehr bringt. Machen hier erstmal mit Bayern ein bisschen weiter. Ja, so, wir haben 5,4 Schande gekriegt. Sind entdeckt worden dabei, diesen Anspruch zu fingieren. Gucken wir mal, wie weit er ist. Guck mal, wir sind sogar noch vor Österreich, interessanterweise. Die haben momentan plus 45% Geschwindigkeit. Wir kriegen den Kriegsgrund also deutlich schneller als sie. Das Gute ist halt, dass wir noch Hurra-Patriotismus haben. Das heißt, bei uns geht das Ganze deutlich schneller als beim Franzosen, wie man sieht. Und das heißt, wir können da auch deutlich schneller den Krieg erklären. Der Franzose ist auch noch konservativ. Deutschlandlied. Im August 1841 schrieb Hoffmann von Fallersleben das Deutschlandlied auf Helgoland. Zusammen mit der Melodie Gott erhalte Franz den Kaiser des Österreichers Josef Haydn sollte es eines Tages zur deutschen Nationalhymne werden. Ja. Genau, wir bekommen hier wieder für alle Bevölkerung Bewusstsein, ein Punkt dazu. So, unsere Schiffe sind hier fertig. Dann werden wir hier mal eine Armee abziehen. 27.000 sollte eigentlich locker reichen. Nehmen wir die jetzt mal hier mit. Geben der noch einen guten General. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Plus 3 Angriff, okay. Der ist ganz gut, der hat nur positive Werte, aber für den Krieg ist wahrscheinlich plus 3 Angriff besser. Von daher nehmen wir jetzt erstmal hier plus 3 Angriff. Denn, ja, also plus 3 Angriff ist halt eben der normale Angriffsmodifikator, wie es auch in Europa und Universalis 4 gibt. Da gibt es ja Fernkampf und Nahkampf. Hier gibt es halt Angriff und Verteidigung. Das heißt, als Angreifer bekommst du dann halt einfach, also als Angreifer in einer Schlacht bekommst du dann einfach halt die plus 3 im Würfelwurf dazu. Ja, als Verteidiger dann halt eben die Verteidigerwerte. Wir werden hier keinen Verbündeten brauchen. Und wir erklären hier den Krieg gegen Tunesien. So, der Franzose, der hat immer noch nicht seine Kriegsrechtfertigung fertig. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall schneller sein als er. Müssen allerdings jetzt nochmal warten, bis wir hier unsere Schiffe fertig haben. Die wir jetzt auch mal hier unterhalten müssen, ebenso wie unsere Armee. Was sehr teuer wird, deswegen müssen wir hier mal die Steuern erhöhen. Zusätzlich vielleicht hier mal ein bisschen runtergehen. Nur kurzzeitig. Und die Zölle ein bisschen erhöhen, damit wir nicht so arg im Minus sind. Bisschen Verluste machen nichts. Ich habe jetzt extra davor noch ein bisschen Geld angespart. So. Okay, wir können schon unsere Armee komplett hier auf unsere Schiffe aufladen. Von daher werden wir jetzt sofort runterfahren. Tunis hat keine Flotte, mit der sie unsere Transporter wirklich vernichten können. Obwohl ich gerade hier sehe, dass Marokko ja auch dabei ist. Und die haben durchaus ein paar Schiffe. Das heißt, es könnte sein, dass die hier unsere Flotte versenken. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ansonsten rufen wir halt hier noch... Ja, komm, wir können doch einfach hier Großbritannien in den Krieg hinzurufen. Gibt uns auch noch ein bisschen Beziehungen dazu. Okay, ja, bevor wir diesen Krieg führen, beende ich erstmal diese Folge für heute. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden jetzt hier unsere ersten Kolonien erobern. Deutlich früher, als die Deutschen es historisch gemacht haben, natürlich. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, das zu tun. Gut, dann verabschiede ich mich damit für heute von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.